Sehr geehrter Herr Matusek, sehr geehrter Herr Kaube, sehr geehrter Herr Voskuhle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denke ich an Deutschland, für einen Politiker ist das schon eine, sagen wir, Herausforderung. Wer mag es schon freiwillig aufnehmen mit Heinrich Heine? Und wer will 9 Jahre in die Zukunft schauen, wo doch in der Politik 9 Wochen eine kleine Ewigkeit sind? Aber ich nehme die Herausforderung an. Denke ich an Deutschland, dann sehe ich ein Land, das stark ist. Ein Land, das für viele ein Ort der Hoffnung geworden ist. Ein Land, das ruhig ein bisschen mehr Optimismus vertragen könnte. Ein Land, das auch verunsichert ist und sich im Umbruch befindet. Ein Umbruch, der, so zumindest meine Hoffnung, zu einem Aufbruch werden kann. Wenn wir uns heute fragen, was wir tun sollten, damit es ein Aufbruch wird und wir 2025 entspannt zurückblicken können auf diese Zeit, dann sollten wir eins tun. Das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Wir sollten verstehen, vor welchen Herausforderungen wir im Herbst 2015 gestanden haben und im Herbst 2016 gerade stehen. Und welche politischen Auseinandersetzungen wir gerade führen und warum manchmal das eine vielleicht nicht immer zum anderen passt. Gehen wir also erst einmal ein Jahr zurück und blicken wir auf 2 Orte, die hier eine besondere Rolle spielen, auf Brüssel und, Sie gestatten mir das, natürlich auf Hamburg. Heute vor einem Jahr, am 23. September 2015, kommen die 28 Staats- und Regierungschefs zum Sondergipfel der Europäischen Union zusammen. Es ist eine lange Liste an Themen, die sie besprechen wollen. Millionen Hilfen für die UNO, mehr Geld für das Welternährungsprogramm, eine Sicherheitszone für Flüchtlinge in Syrien, Aufnahmezentren in der Türkei, mehr Hilfe für Griechenland, die gemeinsame Sicherung der EU-Außengrenzen, die Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex und die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen auf die EU. Vieles wird besprochen, wenig tatsächlich beschlossen. Am gleichen Tag, am 23. September 2015, kommen in Hamburg wie fast an allen Tagen im Herbst hunderte Flüchtlinge an. In Zügen, in Bussen, per Anhalter und zu Fuß. Am Hamburger Hauptbahnhof, in den Messehallen, im Thalia-Theater, überall begrüßen Freiwillige die Ankommenden, verteilen Essen, verteilen Kleidung an Menschen, die alles in ihrem Leben zurücklassen mussten, um ihr Leben zu behalten. Das Personal in der Verwaltung arbeitet ohne Unterlass, Hilfe zu organisieren und Unterkünfte zu beschaffen. Plötzlich sind wir froh über jeden leerstehenden Baumarkt, in den wir ein paar Betten stellen können. Denn feste Unterbringungsplätze sind immer schwerer zu finden, sogar Wohncontainer werden knapp auf dem Markt. Der Druck in diesen Wochen ist groß, aber groß ist auch der Wunsch, die Stadt möge sich ihrer humanitären Aufgabe gewachsen zeigen. Und so wird erst einmal angepackt. In Hamburg, in München, das damals eine Hauptlast trug, in Berlin, in Köln, nahezu überall in Deutschland. Sie alle hier erinnern sich an die Bilder und wir werden sie sicherlich nie vergessen. Aber wir sehen sie doch mit etwas anderen Gefühlen heute als vor einem Jahr. Wir sind bewegt, etwas ungläubig vielleicht, und bei vielen von uns mischt sich neben dem Stolz auf das Geleistete auch ein Gefühl der Ernüchterung. Eine Ernüchterung über ein Europa, das zerstritten scheint in vielen Fragen und bald nur noch aus 27 Staaten bestehen wird. Über eine Außenpolitik, der es trotz aller Anstrengungen nicht gelungen ist, den Krieg in Syrien und den islamistischen Terror zu stoppen. Eine Ernüchterung über die politischen Verschiebungen in unserem eigenen Land, wo plötzlich Rechtspopulisten viel Zulauf erhalten. Und nicht zuletzt auch Ernüchterung darüber, dass die Aufnahme von fast 1 Million Flüchtlingen nicht ohne Schwierigkeiten abläuft und sich nicht jeder, der zu uns kommt, gekommen ist, als unendlich dankbar und leicht integrierbar erweist. Diese Ernüchterung mag schmerzhaft sein, schlecht ist sie nicht. Wer nüchtern auf eine Sache blickt, hat eine realistische Vorstellung von den Herausforderungen, vor denen wir stehen, in der großen, weiten Welt, wie in unseren großen und auch kleineren Städten, eine Vorstellung von unseren Möglichkeiten und Kräften. Die Umwälzung, die wir seit geraumer Zeit erleben, ist ja gewaltig. Die Flüchtlingsfrage ist ja nur eine Folge der viel umfassenderen Globalisierung. Dass die geopolitische Balance der Mächte sich verschiebt, dass mit der Annexion der Krim unsere ganze Sicherheitsarchitektur infrage gestellt wurde,
dass das wirtschaftliche und politische Erstarken aufstrebender Länder keineswegs auch ihre Demokratisierung bedeuten muss, all das sind enorme Herausforderungen, die auch verunsichern. Und die Anschläge in Paris, Brüssel oder Istanbul habe ich noch nicht einmal erwähnt. Deshalb ist es beruhigend, wenn Bürgerinnen und Bürger in derartigen Umbruchzeiten eher nüchtern auf die Dinge blicken. Nüchtern betrachtet, wir sind schon ein ordentliches Stück des Weges vorangekommen. Vielleicht sogar weiter, als vielen heute bewusst ist. Von der Themenliste des EU-Gipfels vor genau einem Jahr ist inzwischen vieles umgesetzt oder zumindest angeschoben worden. Das Abkommen mit der Türkei sorgt dafür, dass weniger Flüchtlinge sich auf den gefährlichen Weg über das Meer machen. Damit haben sich unsere Befürchtungen nicht bewahrheitet, dass 2016 ähnlich viele Schutzsuchende zu uns kommen wie 2015. Dank europäischer Hilfe kann Griechenland seinen Aufgaben bei der Grenzsicherung und der Aufnahme von Geflüchteten besser nachkommen. Und Europa unterstützt auch die Flüchtlingscamps in den Krisenregionen viel stärker. Ebenso wichtig, die Staaten Europas werden künftig ihre Außengrenzen gemeinsam schützen. Das ist ein großer Schritt. Frontex wird ausgebaut und mit den Behörden der Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Grenz- und Küstenschutz gewährleisten. Auch ein europäisches System zur Erteilung von Einreisegenehmigungen wird jetzt geschaffen. Damit ziehen wir wichtige Lehre aus dem Herbst 2015. Denn natürlich war es nicht gut, dass wir damals kurzfristig nicht mehr die volle Kontrolle darüber hatten, wer zu uns kam. Niemand war auf einen solchen Ansturm von Schutzsuchenden vorbereitet. Trotzdem haben Staat und Zivilgesellschaft erstaunlich flexibel und zuverlässig gearbeitet und reagiert. So hat Deutschland mehr als 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, untergebracht, versorgt und ins Asylverfahren gebracht. Was da im Detail geleistet wurde, lässt sich am besten vor Ort in den Städten und Kommunen beobachten. In Hamburg hatten wir bis zum Jahresende 32.000 Männer, Frauen und Jugendliche untergebracht, beinahe dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Und natürlich nehmen wir weiterhin Geflüchtete auf, inzwischen wieder etwa so viele wie 2014. Die Aufnahme läuft aber nicht nur wegen der gesunkenen Flüchtlingszahlen deutlich reibungsloser. Wir haben auch die Registrierung verbessert, ein modernes Ankunftszentrum und eine neue zentrale Erstaufnahme eingerichtet, die an einen Flughafenterminal erinnert und hohe Bearbeitungskapazitäten hat. Sie würde auch für den Fall ausreichen, dass wir noch einmal einen so hohen Zugang pro Tag haben sollten wie 2015. Im Ankunftszentrum nebenan werden die Flüchtlinge angehört, stellen ihren Asylantrag und erhalten in vielen Fällen auch gleich eine Entscheidung. Viele Arbeitsschritte mussten im Zuge der Flüchtlingskrise modernisiert werden, weil technische Verfahren, bestimmte Arbeitsprozesse, geltende Rechtsgrundlagen oder Datenschutzvorgaben den neuen Anforderungen nicht mehr gewachsen waren. So dauerte zum Beispiel die Rückmeldung aus der Eurodac-Datei, ob ein Flüchtling bereits in einem anderen Land als Asylsuchender registriert worden war, damals noch eine Woche, während die Antwort heute innerhalb einer halben Stunde kommt. Alle beteiligten Landes- und Bundesbehörden haben jetzt über ein Kerndatensystem Zugriff auf relevante Informationen über die Asylsuchenden. Das ist die eine Seite der Aufgabe. Die andere Seite: Wir haben in Hamburg nicht lange gewartet, sondern sofort damit begonnen, die Voraussetzungen zu schaffen, damit sich die Menschen rasch bei uns einfinden können. Integration durch Bildung, durch Arbeit und durch Schaffung von Wohnraum. Und als Basis für alles durch das Erlernen unserer Sprache. Dabei haben wir bei den Kleinsten angefangen, die ja beste Chancen haben, schnell die Sprache zu lernen und in die neue Kultur hineinzuwachsen. Kita-Plätze schaffen und Erzieherinnen einstellen, das haben wir jedenfalls sofort in Angriff genommen, genauso wie die Einstellung von 630 zusätzlichen Lehrern. Geflüchtete Kinder und Jugendliche werden in Hamburg quasi sofort beschult oder kommen in eine berufsbildende Maßnahme. Dafür haben wir zum Ende des Schuljahres knapp 100 neue internationale Vorbereitungsklassen geschaffen. Insgesamt unterrichten wir 3.200 Schülerinnen und Schüler in allen unseren Vorbereitungsklassen und noch einmal 1.500 in den Erstaufnahmen. Außerdem haben wir die Zahl der Berufsschulklassen fast verdoppelt. Bereits im November ging unser Programm zur Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit an den Start. Im Rahmen von WIR, was wir Work and Integration
for Refugees nennen, fragen wir bei den Geflüchteten sehr detailliert die vorhandenen Qualifikationen ab und beraten dann den Einzelnen zusammen mit der Wirtschaft, wie der Weg in den Arbeitsmarkt aussehen kann. Mehr als 6.000 Beratungen haben wir seither durchgeführt. Um Hindernisse auf dem Weg in die Arbeitswelt zu beseitigen, machen wir in Hamburg zudem von der Möglichkeit Gebrauch, die Vorrangprüfung auszusetzen. Das Ziel all dieser Bemühungen: Die Geflüchteten sollen möglichst schnell dort ankommen, wo sie sich eine Lebensperspektive aufbauen können und wo Integration tatsächlich stattfindet, in den Kitas und Schulen, an den Arbeitsplätzen und in der Nachbarschaft. Integration funktioniert nur, wenn die Menschen, die zu uns kommen, möglichst schnell ein normales Leben führen können. Dazu gehört ganz zentral eine eigene Wohnung. Neben temporären Unterkünften bauen wir deshalb auch viele Wohnungen, die zunächst durch Flüchtlinge genutzt, später aber auf dem Miet- und Sozialwohnungsmarkt zur Verfügung stehen werden. Hamburg plant neben den Flüchtlingsunterkünften insgesamt etwa 10.000 neue Wohnungen pro Jahr. Das ist angesichts der knappen Flächen in einem Stadtstaat eine ziemliche Herausforderung. Für die Flüchtlinge müssen wir zudem besonders schnell bauen, wobei wir uns im Moment noch mit einem Baurecht herumschlagen, das mit viel Liebe zum Detail entstanden ist und nun für sehr lange Planungs- und Bauzeiten sorgt. Viele Hindernisse räumen wir nun aber Stück für Stück aus dem Weg. Die Integration der Geflüchteten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weshalb wir die unterschiedlichen Gruppen einbinden. So haben wir schon vor Jahren mit den Muslimen in unserer Stadt und auch mit anderen Religionsgruppen Vereinbarungen getroffen. Da sind wichtige Kontakte und Strukturen entstanden, die uns jetzt helfen. Auch mit den Bürgerinitiativen sind wir im Gespräch. Und ich behaupte nicht, dass hier immer alle einer Meinung sind. Wir hatten in Hamburg etliche Diskussionen darüber, wo Unterbringungen gebaut werden sollen und wie groß diese sein dürfen. Einige haben auch eine Volksbefragung in dieser Frage angestrebt. Aber letztlich hat die Stadt sich mit diesen Initiativen in einem Bürgervertrag geeinigt. Der Bau von Wohnungen hat in Hamburg Priorität. Wir sind eine Zuwanderungsmetropole und die meisten Zuwanderer, die nach Hamburg kommen, stammen aus Deutschland. Seit ich 2011 mein Amt übernahm, berücksichtigt der Senat die Tatsache, dass Hamburg eine wachsende Stadt ist. Unser Wohnungsbauprogramm gehört zu den ambitioniertesten der Republik, wobei jede dritte neue Wohnung bei uns gefördert ist. Wir haben den sozialen Wohnungsbau schon vor der Flüchtlingskrise zu einem Hauptanliegen gemacht und wir arbeiten auch daran, die Baukosten so zu verringern, dass Mieten herauskommen, die für niedrigere Einkommen bezahlbar sind. Das ist alles wichtig für den sozialen Zusammenhalt der Stadt. Ich erwähne das, weil solch ein Wohnungsbauprogramm ein guter Beleg dafür ist, dass man Flüchtlings- und Integrationspolitik nicht getrennt von den anderen Bereichen machen kann. Wir sind im Vorteil, weil wir die Unterbringung der Geflüchteten im Zusammenhang mit dem Bau von Wohnungen für alle sehen und weil wir an vielen Stellen auf Vorhandenes aufbauen können. Schon vor der Flüchtlingskrise haben wir zum Beispiel gebührenfreie Kitas und offene Zugänge zur Bildung eingeführt. Natürlich geht es Hamburg gut. Es hat im vergangenen Herbst sehr geholfen, dass wir eine innovationsfreudige und wirtschaftsstarke Stadt mit einem ausgeglichenen Haushalt sind. Eine Stadt, die in einem Jahr 600 Millionen Euro zusätzlich für Geflüchtete aufbringt, muss über diese Summe erst einmal verfügen. Und das geht nur durch ein entsprechendes Wirtschaftswachstum. All das, was wir in den vergangenen Monaten und Jahren geleistet haben, ist ein ganz wesentlicher Grund für meine Zuversicht. Zuversicht ist es auch, was viele Einwanderer und Geflüchtete mitbringen. Diese Erkenntnis wird oft übersehen. Dass so viele Menschen nach Deutschland kommen und hier leben wollen, sollte uns noch einmal bewusst machen, wie lebenswert unser Land ist. Deutschland ist zum Vorbild und zum Hoffnungsland geworden. So wie die USA, dessen Gründungsmythos davon erzählt, wie sich die Hoffnung auf ein gutes Leben in einem Streben nach dem guten Leben verwandelt hat. Barack Obama hat einmal, da war er noch nicht Präsident, von der Kühnheit dieser Hoffnung gesprochen, der Audacity of Hope. Auch viele von denen, die zu uns kommen, bringen diese Kühnheit und dieses Streben mit. Das ist neben allen Herausforderungen, die wir jetzt meistern müssen, ein wichtiger Aspekt von Migration. Die Chance auf sozialen Aufstieg ist eine starke Antriebskraft
Und von dieser kann das ganze Land profitieren. Schon heute machen in Hamburg fast 40% der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund das Abitur. Unter den Gründern und Inhabern von Start-ups befinden sich überdurchschnittlich viele mit Wurzeln in einem anderen Land. Das zeigt, wie motiviert viele sind. Meine Damen und Herren, wenn wir im Jahr 2025 einmal zurückblicken auf heute, dann werden wir vermutlich staunen, wie oft in diesen Tagen das Wort Krise gefallen ist und wie selten das Wort Chance. 2025 wird sich das natürlich leicht sagen, am Ende eines solchen Prozesses, nachdem dass sich das Neue eingespielt und bewährt hat. Ich möchte aber heute die Gelegenheit nutzen und einen Ausblick darauf wagen, wie wir zwei der Fragen, die uns heute noch so viel Kopfzerbrechen bereiten, lösen werden. Die eine betrifft die europäischen Grenzen, die andere die Sozialsysteme. Ich bin mir sicher, 2025 wird die gemeinsame Grenzsicherung der EU-Mitglieder so selbstverständlich sein, dass man sich fragt, wie es jemals hatte anders sein können. Wie ging das eigentlich damals, bevor Studierende, Geschäftsleute, Touristen, Flüchtlinge nach der Einreise mit ihren biometrischen Daten erfasst wurden, bevor diese Daten vernetzt und zentral abrufbar waren? Mit der Lösung der Grenzkontrolle werden die Länder ein Gefühl von Sicherheit zurückerhalten. Das wird es ermöglichen, dass Europa dann gemeinsam Verantwortung für Flüchtlinge übernimmt. Besonders auch die EU-Staaten, die keine Außengrenzen haben, werden sich dann mit Kontingenten an ihrer Aufnahme beteiligen. Diese gemeinsame Verantwortung aller Länder wird Schritt für Schritt wachsen. Zum Beispiel, indem wir anerkannten Flüchtlingen bereits nach kurzer Zeit die Freizügigkeit einräumen. Gefahrlos übrigens, weil bei der innereuropäischen Freizügigkeit die soziale Unterstützungspflicht bei dem Staat bleibt, der den Flüchtling anerkannt hat. Nur wer für mindestens ein Jahr von seiner Arbeit in einem anderen Land leben kann, erwirbt dort Ansprüche. Die schnelle Freizügigkeit wird vielen Ländern die Aufnahme von Flüchtlingen erleichtern. Bis dahin müssen wir aber noch eine gewisse Wegstrecke zurücklegen. Unsere To-Do-Liste ist noch lang. Wir werden auch noch manche Rückschläge einstecken. Aber Rückschläge gehören dazu, damit müssen wir gelassen umgehen. Und das können wir auch angesichts dessen, was wir in den vergangenen 12 Monaten alle gemeinsam geleistet haben. Da bin ich ganz zuversichtlich. Denke ich an Deutschland, um noch einmal auf Heine zurückzukommen, dann habe ich also keine Nachtgedanken. Dann sehe ich ein Land, das sich vom Schrecken Europas und der Welt in einen aufrichtigen Freund des Friedens, der Demokratie und der Freiheit gewandelt hat. Ein Land, das sich wiedervereinigt hat und trotz mancher Frustrationen, die die Flüchtlingskrise ja auch gebracht hat, leidenschaftlich für einen gemeinsamen europäischen Weg kämpft. Denke ich an Deutschland, dann sehe ich ein Land, dem eine große Aufgabe gestellt wurde, die es sich nicht ausgesucht, aber die es mit Kraft angegangen ist. An dieses Deutschland denke ich gerne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Scholz, für dieses Deutschland, das Sie uns gezeichnet haben, an das, glaube ich, alle gerne denken. Sie haben zu Recht gesagt, Offenheit muss man sich leisten können. Hamburg kann sich das leisten, Hamburg geht's gut. Was raten Sie denn Ihren Länderkollegen in Ländern, denen es nicht gut geht? Zunächst mal heißt das immer, dass wir diese Aufgaben als gemeinsame begreifen müssen. Und deshalb sind die ziemlich mühevollen und etwas zu lange andauernden Verhandlungen über die Frage, wie die Bundesrepublik Deutschland, die Länder und Gemeinden sich die wirtschaftlichen und finanziellen Verantwortungen in dieser Frage teilen, ja mittlerweile auch gelöst worden. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt aus jeder Perspektive die ideale Lösung ist, aber immerhin heute muss man auch anerkennt sagen, hat der Bund doch einen substanziellen Teil der finanziellen Lasten übernommen, um das auch denjenigen zu ermöglichen, die es wirtschaftlich schwieriger haben. Ansonsten wird sich, das ist die Kontenance, die jemand, der in Hamburg Verantwortung hat oder an bestimmten anderen Orten in Deutschland haben muss, natürlich auch ergeben, dass auch innerhalb Deutschlands es eine zweite Migration geben wird. Das heißt,
wenn in Deutschland Leute nach Hamburg ziehen oder nach München oder nach Frankfurt oder nach Stuttgart, weil sie für sich eine bessere Zukunft erwarten, dann werden diejenigen, die in ihre leerstehenden Wohnungen vorübergehend gezogen sind, zum Teil folgen. Und wenn dann alle Afghanen, die jemals nach Deutschland migriert sind, am Ende in Hamburg sind, sind sie glücklich? So wird es ja nicht kommen, aber es sind schon ziemlich viele. Der afghanische Botschafter meinte, es seien alles zusammen 50.000, einschließlich solcher, die längst deutsche Staatsbürger sind. Aber ich glaube, die Frage ist immer viel entscheidender, wie wir damit umgehen und ob wir das, was ich eben angesprochen habe, aus der amerikanischen Verfassung uns zu eigen machen. Ich finde, den Pursuit of Happiness zu verfolgen, ist nicht nur ein Recht, sondern es ist auch eine Anforderung, die wir an diejenigen stellen, die zu uns gekommen sind. Wenn wir ihnen ermöglichen, dass sie erfolgreich sind in ihrem Streben nach Glück, erwarten wir zugleich, dass sie das auch jeden Tag tun. Und das ist eine echte Anforderung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Zwei Fragen haben wir noch. Wer möchte gerne, bitte schön, Herr Sonne, wenn Sie sich vielleicht netterweise immer vorstellen, ich kenne nicht alle von Ihnen, und dann Ihre Frage stellen. Bitte. Ja, Werner Sonne, ich bin Journalist und habe eine Frage. Bis vor 2-3 Jahren war es ja das Mantra der Politik in diesem Lande und auch in der Industrie, zu sagen, wir brauchen Zuwanderung, Stichwort Demografie, alternde Gesellschaft, Erhaltung unseres Wohlstandes, Sozialkassen, solche Dinge. Ich erinnere mich gut an einen Neujahrsempfang des Mercedes-Chefs. Herr Sonne, ja. 1,30. Ja, ja, kommen wir hin. Zetsche, der gesagt hat, einen dringenden Appell an die Politik gerichtet hat und gesagt hat, wir brauchen ganz unbedingt Zuwanderung. Nun ist das hier nicht der erste Workshop zum Thema Integration, bei dem sich in den letzten Tagen, Wochen immer wieder herausgestellt hat, die gegenwärtigen Zuwanderer sind eher eine Herausforderung für den Arbeitsmarkt, mal vorsichtig formuliert, und nicht die Lösung. Jetzt die Frage ist, ich habe seit mindestens einem Jahr nicht mehr diesen Ruf gehört, wir brauchen unbedingt Zuwanderung, Facharbeiterkräfte, um unseren Wohlstand und alles, was damit zusammenhängt, zu erhalten. Was ist eigentlich aus dieser Forderung geworden? Zunächst mal bin ich dafür, dass wir das eine Thema mit dem anderen nicht verwechseln. Wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, tun wir das aus humanitären Gründen. Und das müssen wir mit allem Pragmatismus machen, der dazugehört, weil man muss immer, kann nur das tun, was man auch tun kann. Da darf man nicht in irgendwelchen Wolken schweben. Aber es ist trotzdem das Motiv. Und deshalb habe ich zum Beispiel es die ganze Zeit vermieden, jemals die Aufnahme von Flüchtlingen mit der Nützlichkeit zu begründen. Dass wir, wenn sie denn da sind und hier bleiben können, was wir möglichst schnell rausfinden wollen, darüber nachdenken, wie das denn klappen kann mit dem Pursuit of Happiness, wie sie integriert werden können, wie sie auch nützlich werden können für das wirtschaftliche Wachstum, das ist okay. Aber man darf die Frage nicht verwechseln. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir, wenn wir über Zuwanderung diskutieren, in Deutschland eine Debatte haben, die noch zu viele religiöse Züge hat. Also da gibt es Meinungen, die haben sich entwickelt, die werden mit Intensität verfolgt, beschäftigen sich aber nicht mit der Realität. Zum Beispiel spielt in der Zuwanderungsdebatte in Deutschland niemals eine Rolle, dass wir mit der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union 500 Millionen Menschen und 220 Millionen Arbeitnehmern quasi das Recht gegeben haben, jeden Tag nach Deutschland aufzumachen und zu gucken, ob sie hier einen Arbeitsplatz finden. An der Stelle müssen wir klar sein, das habe ich im Hinblick auf die Flüchtlinge gerade angesprochen. Ich finde, das Freizügigkeitsregime muss so ausgestaltet sein, dass man nicht einfach durch den Umzug in das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland einziehen kann. Da müsste uns auch das Verfassungsgericht immer helfen, wenn wir Gesetze zu diesem Thema machen, weil das nicht funktionieren kann. Man kann nicht Freizügigkeit in der EU haben und man bucht ein Zugticket in Lissabon und hat dann am nächsten Tag in Hamburg einen Anspruch auf eine Wohnung und 750 Euro netto im Monat plus Krankenversicherung. Das ist ja das, was Herr Voskoli wird Ihnen sicherlich heute Nachmittag noch eine Antwort geben, ja, auf diese Indienstnahme. Sozialstaat zusagt, aber gleichzeitig muss man umgekehrt und dann muss man zum Zweiten die Zuwanderung von außerhalb der EU berücksichtigen. Und da wird diskutiert über ein Einwanderungsgesetz, das finde ich auch richtig. Allerdings sollte Basis dieser Debatte Faktenkenntnis sein.
Um es in einem Satz zu sagen, Deutschland hat wahrscheinlich im Hinblick für die Zuwanderung von außerhalb der EU das offenste Zuwanderungsrecht der Welt. Großzügiger als Kanada, großzügiger als die USA, großzügiger als Australien. Nur weiß es weder in der Welt jemand noch irgendjemand in Deutschland. Kaum ein Journalist, kaum ein Wissenschaftler, kaum ein Politiker. Ja, deshalb diskutieren wir über was anderes. Was ja manchmal auch ein Glück ist, wenn sich nicht alles in Sekunden herumspricht. Eine Frage haben wir noch, bitteschön. Thomas Albrecht ist mein Name, ich bin Architekt. Zum Pursuit of Happiness gehört sicher, dass man arbeitet und von seiner Arbeit auch leben kann. Wir alle wissen, dass der Mindestlohn, der jetzt noch angehoben wird Ende des Jahres, dem komplett entgegensteht. Warum ist da die Politik so resigniert? Also, ich glaube, dass wir alle das nicht wissen. Ich weiß nicht, was Sie wissen. Also, ich habe ein anderes Wissen. Das Land mit dem Pursuit of Happiness hat seit den Anfangsjahren des letzten Jahrhunderts den Mindestlohn eingeführt. Und das funktioniert auch irgendwie ganz gut. Es kann also nicht stimmen, was Sie sagen, wenn ich das mal sagen darf. Und dann will ich Ihnen auch erzählen, dass Subventionen immer Probleme auslösen, weil sie ja Dinge in eine bestimmte Richtung locken. Ich habe in meinen jungen Jahren einmal Israel besucht. Das hat sich heute verändert. Dort gab es eine Problematik, die dadurch zustande gekommen war, dass das soziale Sicherungssystem an die Gewerkschaftsmitgliedschaft des israelischen Staates gebunden war. Und das war offen für Israelis und insbesondere solche jüdischer Abstammung. Die Folge war, dass es ein Lohndumping gab für diejenigen, die keine Sozialversicherungsbeiträge hatten. Und das hat in Israel große Diskussionen und Verwerfungen ausgelöst. Wenn wir also ein System machen, in dem die einen den Mindestlohn kriegen müssen und die anderen nicht, organisieren wir ein System, das praktisch ein Wahlprogramm für die AfD ist, indem man nämlich den Leuten sagen kann, da nehmen dir Leute jetzt die Arbeit weg, weil sie nicht 8,50 kriegen, sondern 7,50. Und jeder, der ein bisschen was von Volkswirtschaft versteht und nicht nur Fluchblätter vorliest, muss sagen, es darf kein Gefälle geben in dieser Frage. Das geht sofort schief und zerstört den Zusammenhalt unseres Landes. Vielen Dank, Herr Scholz. Herr Meuthen hat auch schon mitgeschrieben.